goddamn. Say nothing else than that. Auf See trifft der Erzähler bei Fischgosch Karin, die er von Salem kennt. Die beiden trinken, rauchen und reden über Babujacken und Designer. Auf dem Weg nach Kampen machen sie einen Abstecher zum Strand, um Sergio und Anne abzuholen. Die vier trinken im Strandkorb Champagner aus Plastikbechern. Im Zug nach Hamburg-Altona trinkt der Erzähler im Speisewagen am nächsten Tag vier kleine Flaschen Ilbesheimer Herrlich. Die fünfte trinkt er auf der Zugtoilette, um seinen Tischnachbarn auszuweichen. In Hamburg wohnt er bei Nigel im Stadtteil Pösseldorf, den er nur oberflächlich kennt, zu dessen Wohnung er aber einen Schlüssel hat. Er mag Hamburg. Nigels Kleidung findet er schäbig, seine Wohnung zwar teuer eingerichtet, aber heruntergekommen. Am Abend begleitet er Nigel zu einer Party, auf der auch Drogen konsumiert werden. Ahnungslos schluckt der Erzähler eine Pille. Am frühen Morgen überraschte Nigel in dessen Wohnung bei Sexspielen mit zwei anderen Partybesuchern. Fluchtartig verlässt er das Haus, den Wohnungsschlüssel lässt er da. Ein Taxi bringt ihn zum Flughafen, wo er sein Ticket nach Frankfurt kauft. Er stopft sich die Taschen seiner Babujacke voll mit Brötchen und Joghurt, die Lufthansa zur Selbstbedienung zur Verfügung stellt. Damit provoziert er andere Fluggäste, was ihm Spaß macht. Nach der Landung steckt er die Babujacke in der Ankunftshalle in Brand. Von einem Taxi lässt er sich zum Hotel Frankfurter Hof bringen. Der Erzähler übergibt sich im Hotelzimmer und während er in der Badewanne einschläft, reinigt jemand das Zimmer und seine Sachen, was er rührend findet. Er zieht sich um und fährt ins Eckstein, wo überraschend Alexander auftaucht, der achtlos an ihm vorbeiläuft und ihn nicht erkennt. Der Erzähler stiehlt Alexanders Babujacke. Da er Frankfurt abstoßend findet, fährt er weiter mit einem Interregio in Richtung Karlsruhe. Um einem Trendforscher auszuweichen, mit dem er bekannt ist, steigt er in Heidelberg aus. Entgegen seiner Gewohnheit checkt er in einem abgewohnten Hotel ein. Der Taxifahrer, der ihn am Abend in die Max-Bar bringt, ist Rentner. In der Max-Bar lernt er stark angetrunken Eugen und andere Studenten kennen, die ihn zu einer Party mitnehmen. Eugen bringt ihn in ein Zimmer, wo er Kokain nimmt und ihn ebenfalls dazu drängt. Er lehnt ab und Eugen wird sexuell zudringlich. Im Keller findet der Erzähler seine Partybekanntschaft Nadja, die dabei ist, Drogen zu spritzen. Neben ihr liegt Nigel, ebenfalls mit einer Spritze. Er stürzt aus dem Haus und wird ohnmächtig. Rollo, ein alter Freund, der auf der Party ist, rüttelt ihn wach. Er fährt ihn zu einem Rave am Stadtrand von München, wo die beiden aufgrund ihrer Kleidung auffallen. Sie fahren weiter. Eine Bar in der Innenstadt verlassen sie nach kurzer Zeit, weil dort eine Schlägerei mit Neonazis ausbricht. Der Erzähler übernachtet in Rollos großer Wohnung in Bogenhausen. Am nächsten Morgen fahren sie in Rollos Porsche nach Meersburg am Bodensee. Rollo will dort seinen Geburtstag in der elterlichen Villa am See feiern. Der Erzähler spürt, dass Rollo einsam ist und die Gäste auf der Geburtstagsparty keine wirklichen Freunde sind. Der Erzähler trifft Rollo allein und schwankend am Seeufer an. Betäubt von Alkohol und Tabletten bricht Rollo in haltloses Weinen aus. Der Erzähler erträgt das nicht und geht weg. Er packt seinen Koffer und nimmt Rollos Porsche, um nach Zürich zu fahren. In Zürich fühlt der Erzähler sich wohl. Er glaubt, Deutschland hinter sich gelassen zu haben. In einer Zeitung liest er, dass Rollo in der Partynacht ertrunken ist. Am Abend sucht er auf dem Friedhof von Kirchberg am Zürichsee vergeblich nach dem Grab von Thomas Mann. Dann lässt er sich von einem Mann in dessen Ruderboot über den See rudern. Er sieht dem Augenblick entgegen, wenn sie sich in der Mitte des Sees befinden.